Hallo, meine Lieben. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer Spontanlegung, weil ich einfach jetzt wirklich diesen Impuls hatte, das mal zu machen. Und ich habe die Karten wie immer schon springen lassen. Ihr kennt mich, ich bin da ein sehr zeiteffektiver Mensch. Und ja, und ich habe hier mal so drei Stapel plus eine Zusatzkarte springen lassen. Hier schauen wir, aus welcher Situation ihr kommt, wo ihr euch aktuell befindet und wo das Ganze hier hinführt. Ne? Ich habe das jetzt nicht auf irgendeinen speziellen Bereich gemacht. Also ich versuche viele Deutungen mit reinzubringen, auch auf die verschiedenen Lebensbereiche. Aber legt euch mal nicht so fest, sondern lasst einfach mal oder spürt in euch rein, ob sich das überhaupt stimmig anfühlt. Das ist ja eine Allgemeinlegung, geht das Ganze in Resonanz mit euch. Ne? So, wir fangen jetzt hier gleich mal an. Aus welcher Situation kommt ihr denn? Und da fange ich mit den Lenormand-Karten an. Da haben wir hier die Sonne und hier die Vögel. Also auf der einen Seite ist die Sonne natürlich eine enorm positive Karte. Ne? Sie steht für Positivität, Motivation, ja, für Wärme, für Geborgenheit. In Verbindung mit den Vögeln ist es für mich aber eine sehr hitzige Situation. Ne? Die Vögel können hier natürlich auch für Diskussionen, für Konflikte, für Stress, für Nervositäten stehen. Ne? Ja, für Tratschereien, ne? Also es ist hier irgendwie eine Situation in dieser Verbindung, wo ich mir vorstellen kann, dass das so in der kürzlichen Vergangenheit war, dass du hier wirklich aus hitzigen Diskussionen, ne, aus dieser Energie kommst, dass es vielleicht bei dir hitzige Diskussionen gab, dass es in deinem Umfeld hier viel Tratsch gab. Ja, und das Ganze in Verbindung mit der Sonne ist natürlich, wie gesagt, für mich etwas, was ich auch aufheizt, ne? Also das muss nicht immer hier die absolute Positivität sein, sondern das ist für mich hier eine Konstellation, wo ich das Gefühl habe, hier ging es doch schon relativ hitzig zu, ne? Jetzt schauen wir mal, was hier aus dem Tarot gekommen ist. Da haben wir die vier Stäbe und hier den König der Schwerter. Und das passt auch wieder ähnlich, ne? Es kann sein, dass du hier aus einer Situation kommst, in der an sich immer alles sehr harmonisch war, ne? Wo man sich zusammengetan hat, wo eine gute Harmonie war, ne? Passend zu der Sonne. Und wo du auch das Gefühl hattest, dass es relativ stabil war, ne? Und auf einmal ist hier der König der Schwerter, wo es doch sehr um klare Kommunikation geht. Es kann auch sein, dass hier ein Luftzeichen eine Rolle gespielt hat, Waage, Wassermann, Zwillinge. Also jetzt egal ob männlich oder weiblich. Aber der König der Schwerter ist eine sehr kühle Persönlichkeit, ne? Eine sehr kopflastige, analytische Person, ja, mit der man sich vielleicht eventuell nicht unbedingt so gerne anlegt. Ne? Würde auch wieder hier zu den Vögeln gut passen, weil mit dem König der Schwerter kann man ja natürlich auch sehr hitzige Diskussionen haben, wo man einfach nicht rankommt. Also es geht hier aber auch wirklich darum, oder es könnte sein, dass das ein Thema war, wo es hier wirklich darum ging, dass man ja Konflikte tatsächlich hatte, aus einer angenehmen Situation in eine sehr unangenehme Situation gekommen ist. Ne? Also wo es wirklich viel um Diskussionen ging. Das kann ja auch ein Anwalt, ein Chef sein, ne? Ein Partner, Freunde. Also das, ja, das schaut einfach mal für euch, inwiefern geht ihr damit hier in Resonanz. Ne? Und ich habe das Gefühl, dass dann diese vier oder vier Stäbe-Energie von Zusammenkunft und Glück und Freude und Stabilität hier durch den König der Schwerter, entschuldigt, hier wirklich ja, zunichte gemacht wurde tatsächlich. Ne? Genau, das passt dann auch hier wieder zu den Vögeln. Nervosität, Unruhe, Lästereien, Tratsch. Konflikte, Kommunikation. Ne? So, jetzt schauen wir mal, was sich hier im Tarot, was kommt danach, zeigt. Da ging es hier auch wieder eine Stabenergie und hier haben wir die Gerechtigkeit. Die drei Stäbe aus dem Tarot, was kommt danach, steht an sich für eine sehr, also für eine sehr stabile Position. Ne? Man steht hier wirklich und schaut, wo geht es denn jetzt für mich hin? Ich habe hier etwas für mich erreicht. Ne? Ich stehe hier für meine Meinung ein. Ich bin unabhängig. Ich suche auch die Freiheit. Und hier haben wir die Gerechtigkeit, finde ich immer sehr schön abgebildet auf der Karte, wo es darum ging, um ungerechtes Verhalten,
die Gerechtigkeit herbeizuführen. Und hier ist es egal, aus welcher Schicht man kommt. Ne? Wir haben hier den König und hier den Bettler. Die Gerechtigkeit macht hier einfach vor niemanden Halt. Und es kann sein, dass du aus einer Situation kommst, in der du hier sehr stark für dein eigenes Recht und Unrecht kämpfen musstest. Eventuell hier mit einem König der Schwerter. Ne? So, also Königin oder Königin, das spielt ja keine Rolle, ist ja geschlechterneutral. Und ja, und da bist du so ein bisschen erschüttert, ne? Weil da ging es wahrscheinlich wirklich um das Thema Unrecht. Ne? Ja, und ich habe das Gefühl, dass hier wirklich eine harmonische Situation wirklich in die Brüche gegangen ist dadurch. Ne? Genau, wir schauen mal weiter. Wo befindet ihr euch denn aktuell? Da haben wir das Kind und den Schlüssel. Also hier geht es erstmal allgemein um das Thema Neubeginn. Neubeginn, ihr sucht eine neue Stabilität und Sicherheit. Ne? Ihr sucht hier wirklich auch den Schlüssel zum inneren Kind. Ne? Also es kann sein, dass aufgrund dieser Situation ihr hier auch wirklich in frühe Themen nochmal gebracht wurdet. Also inwiefern fühle ich mich eigentlich sicher in mir selber? Welche Lösungen gibt es denn? Ne? Der Schlüssel steht auch für Lösungen. Also ihr schaut hier gerade nach Lösungen. Es kann sich natürlich auch um ein Kind handeln, ne? Aber ich habe hier so das Gefühl, dass es hier doch viel mehr darum geht, den Zugang zum inneren Kind zu finden, weil irgendwas ist hier passiert in euch, ne? Und da sucht er jetzt gerade auch die Lösung. Was zeigt sich denn hier aus dem Tarot? Da haben wir die zwei Kelche, also ist die aktuelle Situation und die 10 Schwerter. Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr hier Dinge mit aller Macht des Verstandes abgelöst habt, getötet habt. Ne? Und ihr versucht hier einfach gerade wieder so ein bisschen mit euch oder halt auch mit dem inneren Kind so in Frieden zu kommen. Ne? Es kann sich natürlich auch allgemein um Situationen handeln, um Versöhnungsenergien, wo ihr aber, glaube ich, da sehr abgeneigt seid, hier wirklich in die Versöhnung zu gehen, wenn es jetzt von Versöhnungsenergien von außen kommt, weil ihr hier merkt, dass ihr euer inneres Kind oder euch selbst schützen müsst. Ne? Also da kann es wirklich gut sein, dass er hier wirklich versucht jetzt, oder was auch sein kann, dass er jetzt versucht, aus dem Verstand ins Gefühl zu kommen. Also es wäre auch eine Deutungsmöglichkeit. Und dass er hier wirklich in irgendeiner Situation sagt, so nicht mehr. Ne? Also die klare Abgrenzung, er macht hier wirklich einen Cut irgendwo. Ne? Ja, das können jetzt auch Muster sein, Denkweisen. Das kann wirklich auch der Kontakt zu Menschen sein, ne, die euch nicht gut getan haben. Also ihr blockt hier wirklich aktuell ja, Entgegenkommen auch ziemlich ab. Ne? Weil ihr erstmal hier merkt, das kann auch wirklich so eine Rückzugsenergie sein, weil ihr hier merkt, okay, ich muss da erstmal irgendwie für mich eine Lösung finden, aber auf innerer Ebene. Ne? So, jetzt schauen wir mal, was sich hier noch zeigt aus dem Tarot. Was kommt danach? Da haben wir den Herrscher und das Ass der Münzen. Es könnte sich ja auch um eine sehr strenge Energie handeln. Ne? Also es kann sein, dass ihr sehr streng, das würde auch wieder hier mit den 10 Schwertern gut passen, dass ihr nach außen hin wirklich Ordnung schaffen wollt, sehr klar auftretet, sehr streng auftretet, sehr konsequent auftretet. Ja, und dass ihr euch hier auch bewusst werdet, wo euer Platz ist und dass ihr auch hier eine unabhängige Position habt. Ne? Es kann sich ja aber auch nochmal um ein Vaterthema handeln. Ne? Also bei dem einen oder anderen ist es möglich, dass sich hier nochmal alte Vaterthemen zeigen. Aber ich habe wirklich im Großen und Ganzen das Gefühl, ihr versucht hier wirklich eine Lösung auf der inneren Kindebene zu finden. Es ist aber auch gut möglich, dass euch hier jemand momentan zur Seite steht mit guten Vorschlägen, mit denen ihr auch wirklich was anfangen könnt, um hier für euch ja in das Abtöten alter Muster oder alter Denkweisen zu kommen, um dann hier wirklich auch in diesen Neubeginn zu gehen. Also derzeit ist das hier wirklich auch eine transformative Energie. Und ihr wollt jetzt auch langfristig, ne? Also ich habe so das Gefühl, dass das auch eine Energie ist, aus der ihr kommt, was vielleicht noch nicht
also nicht einmal erst passiert ist, sondern schon eventuell öfter. Und ihr sucht jetzt ja einfach auch eine langfristige Lösung, damit diese Situation sich nicht wieder im Leben zeigen, ne? Also das Thema Neubeginn aktuell ist hier für viele wichtig und auch das Thema Ordnung schaffen, ne? So, jetzt schauen wir mal, wo führt das Ganze denn hin? Da ist rausgefallen das Schiff, das Haus und die Sense. Also ich habe hier das Gefühl, mit einer gewissen Geduld, ne? Also ja, setzt euch hier ganz klar mit euren Wünschen. Wo wollt ihr denn mal hin? Ne, das Schiff steht natürlich zum einen auch für die Geduld und die Passivität. Ihr lasst jetzt Dinge auch einfach geschehen. Ihr habt auch eine gewissermaßen wirklich auch eine Geduld, um in neue Stabilität zu kommen. Also man muss das so sehen. Ne, die Sense ist zum Schluss gefallen. Ihr wollt hier ein stabiles Fundament bauen. Ne? Es kann natürlich auch sein, dass es hier um neue wohnliche Möglichkeiten geht. Nur mal so aus dem Alltag heraus. Und belastende Situationen lösen sich ja auf. Ihr kommt in die Ernte. Ne? Die Sense, wenn die Spitze wegzeigt, ist für mich auch die Erntekarte. Ne? Aber im Großen und Ganzen geht es hier wirklich auch um Heilung, Stabilität, aber auch um das Thema Geduld. Ne? Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das hier ein ewig schneller Prozess ist. Aber was ich mir vorstellen kann, ne, das Schiff steht für mich auch so um die 3 Monate, dass so in diese Zeit hier wichtig wird, dass ihr für euch in eine neue Stabilität kommt und hier auch jetzt dann die oder dann die Ernte einfahren könnt für die Arbeit, die ihr jetzt aktuell hier macht auch. Ne? Genau. So, was zeigt sich denn hier aus dem Tarot? Da haben wir die 5 Kelche, den Teufel und die Königin der Stäbe. Auch eine interessante Konstellation. Was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass ihr hier euch nochmal aktuell mit vielen Enttäuschungen und Erwartungen auseinandersetzt und konfrontiert. Also was habt ihr eventuell von einer Situation erwartet? Und ihr schaut aber wirklich nur auf das aktuell, was nicht funktioniert hat. Ne? Und ihr vergesst hier, was ihr daraus lernen durftet. Ne? Aus jeder verletzenden und enttäuschenden Situation hat man auch die Möglichkeit zu wachsen und zu sehen, was man denn daraus lernen durfte. In Verbindung mit dem Teufel macht das Ganze natürlich noch mehr Sinn, weil ich habe das Gefühl, aufgrund alter Denkmuster, Verhaltensmuster, ne, werdet ihr hier wirklich noch mal in Situationen eventuell kommen, wo ihr ja aufgrund dieser alten Muster hier noch mal immer so euren inneren Dämonen begegnen werdet. Aber die Karten geben hier wirklich auch den Hinweis, euch denen zu stellen. Ne? Lasst euch hier nicht wieder in alte Fänge ziehen oder das, was euch vielleicht früher mal manifestiert oder suggeriert wurde, sondern guckt hier, was dürft ihr daraus lernen? Was hilft euch? Diese 2 Kelche hier sind für mich immer auch der Weg in die Zukunft, ne? Weil die sind noch gefüllt, die sind umgekippt. Ne? Aber die sind gefüllt, mit denen könnt ihr was anfangen, um dann letztendlich in die Königin der Stäbe-Energie zu kommen, also in eure Unabhängigkeit. Die Königin der Stäbe ist absolutes Selbstbewusstsein. Ihr seid euch euer selbst bewusst. Ihr wisst, was ihr könnt. Steht auch für Abgrenzung, ne? Und trotzdem habt ihr hier auch hier durch die Sonnenblume gekennzeichnet. Ihr wollt Positivität in die Welt bringen, ne? Ihr wisst, wer ihr seid. Ihr wisst vor allem auch, was ihr wert seid, ne? Es könnte natürlich auch sein, dass eine Person eine Rolle spielen wird, eine wichtige Rolle, die im Feuerelement geboren ist oder na, also Schütze, Löwe, Widder, Energie könnte ja wichtig sein oder ihr seid es selber. Aber ich habe wirklich eher das Gefühl, dass ihr das selber seid, dass ihr in diese Energie kommen dürft. Und der Teufel ist ja für mich auch nicht immer eine schlechte Karte. Ne? Sie ist zwar am schwierigsten zu deuten aus dem Tarot. Aber sie gibt hier wirklich nochmal Hinweis, wo seid ihr denn selbst in euch gefangen oder wo lasst ihr euch fangen? Wo seid ihr nicht in der Unabhängigkeit? Ne? Der Teufel ist für mich letztendlich die Karte der Abhängigkeit. Es kann auch sein, dass der ein oder andere sich jetzt hier Süchten stellt, ne? Oder ungesunden Lebensgewohnheiten, die er sich hier nochmal anschauen möchte. Aber es geht im Großen und Ganzen darum, dass man hier wirklich in eine neue Stabilität kommt und in die Erntezeit. Ne? So, was zeigt sich denn jetzt hier aus dem Tarot? Was kommt danach? Da haben wir die Königin der Kelche, das Ass der Schwerter und die 6 Münzen. Und das finde ich richtig toll,
weil hier geht es definitiv um Ausgleich, um Gleichberechtigung. Ne? Also das, was nicht im ausgewogenen Prinzip war, ob im Innen oder im Außen, das wird hier in den Ausgleich gebracht. Ne? Da passt so für mich der Spruch, du bekommst, was du gibst. Ne? Also, und ihr werdet hier klare Entscheidungen treffen. Ne? Also ihr lasst euch da nicht mehr die Butter vom Brot nehmen, passt auch hier zur Königin der Stäbe-Energie. Ihr trefft klare Entscheidungen. Das Ass der Schwerter ist aber auch möglich, dass sich hier nochmal Chancen für euch bieten. Ja, und ihr werdet euch eurer einfach bewusst. Für diejenigen, die immer sehr emotional reagiert haben, ne, habe ich auch das Gefühl, dass ihr hier mehr auch in den Verstand kommen dürft, damit euch Dinge einfach nicht mehr so nahe gehen, ne, unter denen ihr dann eventuell gelitten habt. Es kann aber auch sein, dass hier ein Wasserelement sehr wichtig wird, also Krebs, Skorpion, Fische, Energie. Aber im Großen und Ganzen habe ich wirklich das Gefühl, dass ihr hier euch allen Themen stellen werdet, Ausgleich für euch einfordert, Gerechtigkeit einfordert. Ne? Das hatten wir auch hier schon im ersten Stapel, wo es um das Thema Gerechtigkeit ging. Und wir haben hier zweimal eine Königsenergie oder Königinnenenergie. Ne? Also ihr Königinnen sind für mich ja auch immer so das weibliche Prinzip. Ne? Aber es ist halt auch immer wichtig, dass wir in uns immer auch das männliche, weibliche und das innere Kind, also das männliche, weibliche Prinzip und das innere Kind gut miteinander vereinen können. Ne? Aber das weibliche Prinzip ist für mich auch immer doch auch eine gewisse Unabhängigkeit, Stärke, aber in einer liebevollen Art. Ne? Also ihr könnt euch, oder da arbeitet ihr darauf hin, dass ihr euch wirklich sehr gut abgrenzen könnt in Zukunft und euch Dinge, die euch hier einfach wirklich verletzt haben, einfach nicht mehr triggern. Und wenn ich jetzt auch nur mal die drei Karten hier anschaue, die Sonne, das Kind und das Schiff, ne? Passt auch, ne? Dass hier wirklich ein schöner Neubeginn kommt in der Sommerzeit oder innerhalb der nächsten 3 Monate. Und wir sind ja jetzt schon Mitte, Ende Juni dann in der Sommerzeit angekommen. Also alleine diese drei Karten, das liegt hier wirklich sehr, sehr schön, ne? Jetzt schauen wir mal, was sich hier noch zeigt. Da haben wir die Karte Atmen, ne? Und die Karte ist hier ein Hinweis, dass ihr wirklich, passt auch wieder hier zum Schiff, ne? Wirklich in die Geduld geht, ne? Dass ihr einfach mal geschehen lasst, dass ihr euch gut auf euch selber konzentriert. Atmen ist unser Lebens. Ja, ohne Atmen würden wir nicht leben können. Also schaut hier, dass ihr euch gut um euch selber kümmert, dass ihr euch sehr auf euch auch fokussiert. Das ist hier ganz, ganz wichtig, um diese eventuell sehr unschöne oder konfliktreiche Situation aus der Vergangenheit hier wirklich auch in die Heilung zu bringen. Also ich habe wirklich das Gefühl, ihr schafft das hier sehr, sehr gut. Und wie gesagt, schaut, in welchem Lebensbereich oder ob das mit euch in Resonanz geht. Aber wenn ihr euch hier in dieser Reisegruppe angekommen fühlt, in dieser Legung, dann kann ich euch sagen, dass ich mich da sehr freue, weil ich das Gefühl habe, ihr schafft das hier sehr, sehr gut, dann in der nächsten Zeit für euch in die Stabilität und Heilung zu kommen. Ja, meine Lieben, ich wünsche euch noch einen zauberhaften Tag. Lasst es euch gut gehen. Und dann hoffentlich bis bald, eure Helene.